Am letzten Wochenende war im B das Hackbrett-Festival. Interessierte konnten aber nicht nur Konzerte hören, sondern auch an Workshops mitmachen und das Instrument kennenlernen. Ein Instrument, das seine Wurzeln nicht etwa in den Alpen hat, sondern im Osten. Das Bintol im Bonn vom Hackbrett. Das Instrument kommt ursprünglich aus dem Orient. Santur heisst es zum Beispiel im Iran oder dem Irak. Vor Hunderten von Jahren ist in den Westen gekommen, bis ins Oberwallis. Ich war selber nicht dabei. Dafür bin ich tatsächlich noch ein bisschen zu jung. Mir ist aber so weit bekannt, dass das irgendwie wahrscheinlich über Fahrende, über Musikanten, wie auch immer, irgendwie nach Westen ist gekommen und sich hier in verschiedenen Regionen unter dieser Volksmusik nachher hat niedergelassen und hat etabliert. Der Beat Dänisch vom Bintol hat es vor allem euch fasziniert. Im Festival-Workshop gibt er die Begeisterung weiter. Ein Kennenlernen vom Instrument. Er selber ist früher mit seinen Brüdern als Tanzmusik auftreten. Es hat sich irgendwann einmal ergeben, dass der Bruder, der Schreiner war, hat Hackbretter nachgemacht von früher an. Und dann habe ich probiert, auf dem Hackbrett etwas herzuholen. Und seitdem ist die Faszination, wenn man so will sagen, jetzt da. Das Festival im Bintol zeigt ganz verschiedene Facetten des Hackbrett. Und Hackbrett trifft wieder auf Santur. Bei einem Konzert von Ephraim Salzmann zusammen mit dem Iraner Davoud Shirazi. Ja, der Davoud also aus dem Nahen Osten, aus dem Iran, der Ephraim von Atisch. Zwei Kulturen, tausende von Kilometern liegen zwischen diesen zwei und doch hat sie die Leidenschaft für das Hackbrett zusammengebrungen. Der Bericht über eine Musikfreundschaft, die Walliser Tradition und orientalische Klänge vereint. Das iranisch-oberwalliser Duo hat mit ihrem Konzert am Hackbrett-Festival das Publikum begeistert. Ein außergewöhnlicher Moment für die beiden Musiker. Vor rund 3 Wochen ist der Davoud Shirazi zu Gast in der Schweiz. Und so kehrt man zurzeit in Natersch im Spielraum von Ephraim Salzmann ein orientalischer Klang. I am Davoud Shirazi from Iran. Ich bin der Davoud Shirazi aus dem Iran. Ich bin Santur-Spieler und Büvodarum. In der Schweiz ist Santur das Hackbrett. Ich bin hier unter anderem für das Hackbrett-Festival und ich bin unglaublich froh, hier dürfen zu sein. Hackbrett-Festival and I'm so happy to be here. Getroffen haben sich die beiden Hackbrett-Spieler zum ersten Mal im Iran, wo der Natischer auf Welttournee war. Obwohl das sprachlich nicht immer einfach ist zu kommunizieren, sind sie seither verbunden. Ich und der Ephraim sind Seelenverwandte. Über die Verbindung mit unserer Musik, unsere Instrumente. Der Davoud Shirazi lebt für das Instrument. Im Iran fährt er ein Hackbrettunternehmen mit 25 Angestellten. In seinem Leben hat er schon rund 4'000 Santur gebaut und hat auch gerade ein eigenes Stimmsystem entwickelt. Jetzt ist er in der Schweiz und der Ephraim Salzmann ist vor allem einfach froh, ihm die Tarfe zu zeigen. Es ist wunderschön, ihm endlich mal die Schweiz zu zeigen und unsere Tradition mit diesem Walliser Hackbrett. Jemand, um zu spielen, wie mit Davoud, aus einer ganz anderen Kultur, mit einer anderen Art und Weise Musik zu spielen. Die Tonalität ist anders, die Rhythmen sind anders. Also es sind wirklich zwei Kulturen, die aufeinandertreffen. Und das ist ein fantastisches Erlebnis. Das ist Reise und Liebe und Freundschaft und Familie und Erlebnis in einem. Es ist unbeschreiblich. Verschiedene stehen jetzt noch gemeinsame Zeiten und Auftritte an. Aber die Oberwalliser iranische Musik soll es auf alle Fälle noch länger geben. In nächster Zeit werden wir noch Konzerte in der Schweiz spielen. Wir werden eine Hackbrettwerkstatt besuchen. Und wir werden unsere Musik weiterschreiben, dass wir noch weitere Konzerte in Zukunft spielen können. In der Schweiz, in Iran und hoffentlich noch in den Rest von der Welt. Hey,
Und so verbinden das Walliser Hackbrett mit Ursprung im Iran noch heute die zwei Kulturen. Ja, und wer die zwei noch mal live will sehen, morgen, Mittwoch am Abend, spielen sie ab der 8. im Alpinen Museum zu Bern.